Mit Schiff und Bahn volle Fahrt voraus, wir stellen Ihnen unsere Tourismusstrategie vor. Wir sind da, neuer schwungvoller Song für die Salzburger und in Salzburgs Gärten beginnt die Rasenmähersaison. Das sind die aktuellen Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger Magazin. Mit Festungsbahn, Mönchsbergaufzug, Schafbergbahn und Wolfgangseeschifffahrt ist die Salzburg AG ein unverzichtbarer Partner der regionalen Tourismuswirtschaft. Um die touristischen Betriebe noch schlagkräftiger zu machen, wurde 2018 die 100%-Tochter TMG, sprich Tourismusmanagement GmbH, gegründet. Alle touristischen Attraktionen der Salzburger AG blicken auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück. Die positive Entwicklung, die solide und professionelle Betriebsführung sowie die steigenden Tourismuszahlen in Salzburg und der Region ergeben unterschiedliche Chancen, die mit der 100%igen Tochtergesellschaft Salzburger AG Tourismus Management GmbH genutzt werden können. 2018 war auch in touristischer Hinsicht ein sehr gutes Jahr für uns. Wir haben alleine über 2,2 Millionen Gäste in der Festungsbahn begrüßen dürfen. Wir haben fast 500.000 Gäste am Wolfgangsee über den See bringen dürfen, fast 400.000 auf den Schafberg. Und jetzt wollen wir diese Attraktionen noch stärker ausbauen und das immer vor dem Hintergrund Stärkung des Tourismus in der Region, mit der Region. Als Geschäftsführer für die Gesellschaften wurden Christian Wörister und Mario Michelin bestellt. Wörister war seit 2001 Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist und wie ich Riesenchancen sehe, ist die Verschränkung zwischen Kultur in der Stadt, Natur in der Wolfgangsee-Region mit unseren Angeboten der Technik, Natur, Kultur und Technik, einzigartige Erlebnisse aus einer Hand. Da sehen wir sicherlich unser größtes Potenzial und dann werden wir uns auch gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen bemühen, hier die Angebote der Salzburg AG in die Auslage zu stellen, zu bewerben und international auch zu positionieren. Mario Michelin ist bereits seit 2006 als Centerleiter der touristischen Bahnen bei der Salzburg AG sowie als Betriebsleiter der Salzkammergutbahn GmbH im Einsatz. Ja, was ist das Wichtigste für uns? Für uns ist das Wichtigste glückliche und zufriedene Fahrgäste. Und glückliche und zufriedene Fahrgäste wollen wir natürlich in den nächsten Jahren mehr sehen bei der Schafbahn und Wolfgangseeschifffahrt. Dazu gehört natürlich ein Ausbau der Qualität. Die Fahrgäste sollen einfach zu Hause bereits auf ihren Computer, im Internet den Geschmack bekommen, da möchte ich hin, ich möchte auf die Festung, ich möchte zur Schafbergbahn, ich möchte zur Wolfgangseeschifffahrt. Wenn Sie dann hier sind, sollten Sie diese Qualität auch geboten bekommen. Und wenn Sie nach Hause fahren, glücklich beim Stammtisch erzählen, wow, das war ein toller Ausflug. Neben dem Ausbau von Vertriebsaktivitäten mit nationalen und internationalen Reiseveranstaltern soll ebenso eine bessere Planbarkeit und Auslastung der Besucherströme sichergestellt werden. Wir sind da und das 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Unter diesem Motto haben Kolleginnen und Kollegen der Salzburg AG und der Salzburg Netz GmbH einen Unternehmenssong produziert. Vom Techniker über den Energiehändler bis zum Obuslenker. Wir haben Stahl gebogen, Elektronen domestiziert, haben Wissen aufgesogen, Strom kanalisiert. Wir sind da, wir sind immer für dich da. Wir ziehen durch die Lande, wir adern durch den Körper, es fließen Fitz und Falz in alle Städte, alle Orte. Wir sind da. Wir sind immer für dich da. Solange sich das Rad dreht, solange alles fährt, ja, wir sind da. Oh, oh, oh. Solange Energie fließt, solange wie du uns brauchst, sind wir da. Oh, oh, oh. Wir sind da, so weit das Auge reicht. Solange die Sonne scheint, ja, wir sind da. Wir sind da. Positiv geladen, kann man alles von uns haben. Wir sind da. Wir sind da.
durch die Häuser und bringen dich ans Ziel. Wir sind da. Wir sind immer für dich da. Bei Hitze und bei Kälte versorgen wir das Land, erforschen neue Welten mit der Zukunft Hand in Hand. Wir sind da. Wir sind immer für dich da. Solange sich das Rad dreht, solange alles fährt, ja, wir sind da. Oh, oh. Solange Energie fließt, solange wie du uns brauchst, sind wir da. Wir sind da, positiv geladen, kann man alles von uns haben. Wir sind da, wir sind da. Zu jeder Tageszeit, in Lichtgeschwindigkeit, ja, wir sind da. Wir sind da, solange wir noch stehen, solange wir uns drehen, sind wir da. Den Song finden Sie übrigens auch auf unserer Webseite bzw. auch auf YouTube. Wir sind da, auch am Wolfgangsee. Während die Schifffahrt schon volle Fahrt aufgenommen hat, wird die Strecke der Schafbergbahn noch einmal fit für die Saison gemacht. Einzelstart bei der Schneeräumung am Schafberg ist in den frühen Morgenstunden. Mit der Schafbergbahn geht es zu den letzten Schneefeldern, die die Strecke behindern, auf knapp 1500 Metern Seehöhe. Bevor die Züge in die Saison starten können, muss natürlich noch die Strecke vom Schnee geräumt werden. Die Schneemassen des heurigen Winters machen den Räumungstrupps allerdings zu schaffen. Dass hier die Arbeit nach kurzer Zeit wieder abgebrochen werden muss, weiß der Einsatztrupp jetzt noch nicht. Die Schneekonstellation im heurigen Winter war eine ganz besondere. Aufgrund der Tatsache, dass der Boden vor dem ersten Schneefall nicht richtig durchgefroren war, steigt die Lawinengefahr jetzt dramatisch an. Um Schneebretter zu kontrollieren, wurden auch schon einige Sprengungen vorgenommen. Ja, wir müssen einmal aufgehen und ja, und halt oben mal schauen, die Situation begutachten. Und da sind oben so riesen, so relativ große Löcher offen, weil es heuer die Gefrier relativ wenig drinnen war. Und dann seilen wir uns ab und gehen runter und kommen da ein Loch rein oder hauen sie in die Spalten rein und probieren einmal, ob sich was rührt. Die ersten Sprengungen zeigten allerdings keine Wirkung. Im Laufe des Vormittags dann die nächste Hiobsbotschaft. Die starke Frühlingssonne am Schafberg macht die Region zu einem Hotspot für mögliche abgehende Schneebretter. Aus diesem Grund wird beraten. Ja, jetzt dürfen wir halt nicht den ganzen Tag fahren, weil wenn die Sonne zu viel reinkommt, nachher müssen wir uns anderen Beschäftigungen widmen. Ja, der Schnee verändert sich, also das Gefüge, und ja, da kann es aber schon zu Selbstauslösungen kommen. Derzeit ist alles auf Stopp und es wird aufgrund der Sicherheit die weitere Vorgehensweise besprochen. Und nachher kommt die Sonne schon relativ stark rein, und nachher werden wir da mal Stillstand machen. Und morgen in der Früh werden wir wahrscheinlich früher rauffahren und schauen, dass wir noch was weiterbringen. Sicherheit geht also am Schafberg vor. Um bis zum Saisonstart noch genügend Zeit zur Schneeräumung zu haben, wurde natürlich ein Zeitpuffer eingebaut. So umgeht man mit Bedacht Lawinengefahren und schlechtes Wetter. Nein, jetzt, weil man muss sich wieder eine Bühne machen, und ja, wir sind natürlich bedacht, dass nichts passiert, was ganz wichtig ist, und ja, wir sind jetzt mal wieder froh, wenn wir gleich heil unten sind, und wir müssen halt ein bisschen zusammenhelfen da. Mittlerweile ist die Strecke auch geräumt. Die Saison beginnt übrigens am 11. Mai, dann fahren die ersten Züge wieder offiziell auf den Schafberg.
Die Salzburger AG ist einer der größten Lehrlingsausbildner im Bundesland Salzburg. Und aus diesem Grund stellen wir Ihnen jetzt wieder einen Lehrberuf vor. Wir sind gerade in einer Garnitur von der Lokalbau in Itzling. Und unter uns arbeitet der Eisi, der ist bei uns Lehrling. Und den schauen wir uns genau an. Und wenn ich sage unter uns, meine ich es auch so. Servus Eisi, ich hab dir dein Werkzeug dabei. Ja, danke schön. Was tust denn du da gerade? Ich tue da gerade Faltenwerk tauschen. Ach so, du bist ja Metalltechniker bzw. Maschinenbautechniker. Darf da eigentlich kein Problem sein, oder? Nein, ist ganz gut. Du bist ja jetzt eine Woche da. Wo ja. Warst du denn vorher? Warst du ja schon in anderen Abteilungen auch? Ich bin vorher in der Schlosserei, bin in der Fuhrweiderstraße. Also da kommt man im ersten Lehrjahr hin. Da sieht man alles von Schwarzen bis Dran sieht man. Du kommst ja aus St. Wolfgang. Ich habe gehört, du möchtest deine Zukunft bei der Schafbergbahn verbringen. Das war ganz fest, wenn ich rausgekommen bin. Also, wenn ich die gesehen bin vom Schaf, dann komme ich raus, hoffentlich. Und da werde ich oft schauen, was ich daraus mache. Wie geht es da mit deinen Lehrlingskollegen? Sehr gut, ist ein gutes Arbeitsklima. In der kompletten Salzburg, was ich bis jetzt gesehen habe. Also sehr viel, ja. Wir haben einen Lehrlingsausflug, die Weihnachtsfeier. Das ist eigentlich sehr gut alles organisiert. Wir haben die Werkschule jede Woche. Man viel lernt für die Berufsschule. Ja. Und das, da hast du dann Vorteile natürlich. Ja, definitiv. Okay, dann würde ich dich gar nicht mehr weiter stören. Mach's gut. Du machst das eh. Da mache ich mir keine Sorgen. Ciao, bitte. Auch in den heimischen Gärten wird die Saison gestartet. Blumen blühen und der Rasen sprießt. Wir haben uns gemeinsam mit der Energieberatung der Salzburg AG einen Akkurasenmäher etwas genauer angesehen und vor allem, wie man ihn nach dem Winter wieder richtig in Betrieb nimmt. In der heutigen Ausgabe unseres Magazins eröffnen wir die Gartensaison. Wir haben hier einen Rasenmäher, der überholt wurde, der geschmiert wurde, wo frische Messer drinnen sind und aufgeladene Akkus drinnen sind. Zu den Akkus noch ein Tipp. Wenn Sie ein Akkugerät haben, bitte nicht den ganzen Sommer an der Steckdose hängen lassen, sondern nur für ca. 8 Stunden. Je nach Herstellerempfehlung, das genügt. Wenn das in Ordnung ist, können wir den Rasenmäher starten. Mit diesem Tipp wünsche ich noch einen schönen Sommer. Das war das Salzburger AG-Magazin. Alle Beiträge finden Sie übrigens auch auf unserer Website und im YouTube-Kanal der Salzburger AG. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt. Und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.